Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in den Garten von Herrenhausen zu 45 Minuten klassischer Musik im neuen Sound à la Last. Sie werden sich fragen, was hat James Last mit der Klassik zu tun, da wir ihn doch als den Klassiker des Happy Sound kennen. Ich glaube, da ist so eine Sache mit dem Happy Sound, Mara. Da hat er so eine ganz alte Liebe im Herzen zu den großen Klangschöpfern von gestern. Zu Beethoven, Brahms und Mozart. Und so hat auch James Last begonnen, vor Jahren bereits Klassik up-to-date zu spielen. Und er hatte damit sehr großen Erfolg in der ganzen Welt. So kann es gehen mit den alten Lieben. Das, was Sie eben gehört haben, das war Rokoko. Nach dem Finale der Es-Dur-Symphonie von Mozart. Wir haben gedacht, dieses Rokoko passt sehr gut zu Beginn in dieser doch sehr barocken Umgebung der Schlossgärten von Herrenhausen in Hannover. Hier liegt nämlich die Musik so ein wenig in der Luft. Hier war der alte Georg Friedrich Händel schon zugange, bevor ihn sein damaliger Chef, der spätere König von England, von Hannover nach London nahm. Und ich glaube, das Ambiente, wie man so salopp sagt, ist auch sehr gut für Klassik à la Last. Mit James Last und seinem Orchester, dem Bergedorfer Kammerchor, mit unserem Fernsehballett unter der Leitung von Emil Brandl und mit dem Mann mit den träumenden Händen, dem Pianisten Richard Kleidermann. Ich glaube, die alten Meister der Klassik hätten auch ihre Freude an diesem neuen Klang, denn sie haben es ja auch nicht viel anders gemacht. Mozart zum Beispiel mit Bach und Händel. Und warum sollte James Last nicht Mozart neu arrangieren? Oder Schumann? Wir haben ein Scherzo von Schumann nach der zweiten Symphonie mit James Last und seinem Orchester. Thank you.
Habe ich Ihnen so viel versprochen? Da verfliegt doch alle Trübsal bei diesem Scherzo von Robert Schumann. Dafür wird es jetzt etwas melancholischer, aber nicht zu sehr. Das jedenfalls hat Beethoven über ein Klavierstück geschrieben, das seitdem von Pianisten in der ganzen Welt, von Profis und auch Amateuren nachgespielt wurde und auch heute noch gespielt wird. Vor allem dann, wenn Ihnen etwas melancholisch ums Herz ist. Für uns spielt Richard Kleidermann. Es trägt die schöne Widmung für Elise, aber wahrscheinlich hieß diese Dame eher Therese, mit der sich Beethoven nur allzu gerne verlobt hätte. Nach dieser melancholischen Elise oder Therese kommt dann die eher berüchtigte Katharina Medici. Der hat James Last ein Stück gewidmet, das eigentlich der dritte Satz der dritten Symphonie von Johannes Brahms ist. Danach werden vier Trompeten Konversation betreiben, sich miteinander unterhalten. Conversation heißt dieses Trompeten-Allegro, was James Last für vier Trompeten neu arrangiert hat. Vor etwa 200 Jahren, als Joseph Haydn diese S-Dur schrieb, dieses S-Dur-Konzert, da wurde es noch für eine Trompete geschrieben, denn damals gab es überhaupt nur einen Trompeter, der in der Lage war, das Finalgeschmetter zu spielen. Nun aber Richard Kleidermann. Thank you.
Conversation. Früher sprach man das Französisch aus. Conversation. Und heute sagt man Small Talk. Und hoch oben im Norden, da wo James Lars zu Hause ist, da nennt man das einen Schnack. Also hörten wir eben einen geschmetterten Schnack, frei nach Josef Haydn. Und jetzt gibt es ein Intermezzo. Wissen Sie, was ein Intermezzo ist? Das ist genau die Stelle in der Oper, an der Sie Ihre Beine entknoten können, husten dürfen, schneuzen dürfen oder Ihre Bonbons auspacken. Und Sie, liebe Zuschauer zu Hause, Sie könnten jetzt ein Bier holen, aber dann versäumen Sie etwas. Sie versäumen das Intermezzo aus Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni. Und Sie versäumen unser Ballett mit einer Choreografie von Emil Brandl. Und danach, dann zeigt Ihnen James Last, was ein Presto ist. Ein Presto, das ist ein höchst eilig gespielter Satz, in diesem Falle der dritte von Beethovens 7. Symphonie.
kann man nur sagen, Roll over Beethoven. Bei der Uraufführung in Wien im Dezember 1813, da wurde noch ein zweites Werk Beethovens aus der Taufe gehoben. Die Schlacht bei Vitoria oder Wellingtons Sieg. Damals in einem fetzigen Sound geschrieben, so wie heute, fürs Kino. Wenn man damals jemanden fragte, wer ist eigentlich Beethoven, dann bekam man zur Antwort, ach ja, das ist doch der, der die Schlacht bei Vitoria geschrieben hat und so ein paar Symphonien, die soll er auch geschrieben haben. So ändern sich die Zeiten. Die Zeiten ändern sich nicht, wenn es um die Liebe geht. So wie Beethoven vergebens versuchte, sich mit seiner Therese zu verloben, so schmachtete Chopin nach seiner heißgeliebten Maria Wozzinski. Als es darum ging, Abschied zu nehmen, da schrieb er ihr einen melancholischen, aber wunderschönen Abschiedswalzer. Und Sie ahnen schon, wer ihn für uns spielen wird. Der Mann mit den träumenden Händen, Richard Kleidermann. Danach wird es dann etwas ernster. Der Gefangenenchor aus Verdis Oper Nabucco. Verdi schrieb ihn, als er selbst völlig down war und glaubte, er werde nie wieder eine Oper zustande bringen. Der Gefangenenchor hat ihn dann aus seinen tiefen Depressionen befreit. Va pensiero, heißt es da. Flieg Gedanke auf goldenen Flügeln.
Was wäre die Romantik ohne Romanzen? Das war eine von Peter Tschaikowski. Er war ganze 28 Jahre alt, als er sie schrieb. Und damals gab es eine ganze Reihe von jungen Damen, die ihn gerne geheiratet hätten. Das war damals. Aber sagen Sie selbst, war unser Ballett nicht ein romantischer Jungmädchentraum, eine Folge getanzter Seufzer? Und James Last nicht auch ein heimlicher Romantiker? Aber die Romantiker konnten feiern. Zum Beispiel in der Provence in Südfrankreich. Dort feierte man vor 100 Jahren und auch heute, indem man sich an den Händen fasste. Einer spielte Flöte, ein anderer schlug das Tambourin und ab ging die Farandole, wie sie Bizet für seine Schauspielmusik zu dem Stück Das Mädchen von Arles geschrieben hatte. Und James Last wartet nun noch darauf, dass Sie mitmachen. Und ich hoffe, dass Ihnen unsere Klassik à la Last gefallen hat. Mit dem Orchester James Last, mit dem Bergedorfer Kammerchor, mit unserem Fernsehballett und der Choreografie von Emil Brandl. Und last not least, Richard Kleidermann. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden als Ihr Hans-Jürgen Liebenstein.